99788 verlässt das Betriebswerk Barthausen für die erste Fahrt auf den Öxler. Am Bahnsteig angekommen, wartet doch die obligatorische Bremsprobe, bevor die 650 PS starke Dampflok den Weg nach Ochsenhausen antreten kann. Den Bahnhof Barthausen verlässt eine internationale Garnitur. 99788 selbst gehört zu einer Neubauserie der Deutschen Reichsbahn der DDR, während der Wagen dahinter aus Österreich stammt. Es folgen vier Wagen der Königlich-Württembergischen Staatsbahn, welche später zur Bundesbahn kam. An sechster und siebter Stelle rollen Wagen der Schweizerischen Berner Oberlandbahn, während die drei letzten Wagen zur Rätischen Bahn gehören. Die Schmalspurbahn wurde 1899 durch die Königlich-Württembergische Staatsbahn von Biberach nach Ochsenhausen erbaut und diente zur Erschließung des ländlichen Raumes.1920 übernahm die neu gegründete Deutsche Reichsbahn die Führung, welche mit neuen und stärkeren Maschinen aus Sachsen und Rollböcken den Güterverkehr belebte. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Bundesbahn den Betrieb. Doch bereits 1964 endete aufgrund mangelnder Rentabilität der planmäßige Personenverkehr, woraus auch der Abbau des Streckenabschnitts Biberach-Warthausen resultierte. 1964 begann mit der Baureihe V51 das Ende der Dampfära. Bis 1969 wurde den alten Veteranen eine kurze Galgenfrist gewährt, weil aktuell lediglich eine Diesellok zur Verfügung stand.
In den 80er Jahren verschlechterte sich der Zustand der Gleisanlagen stetig, weswegen man nach Lösungen suchte. Da keine vertretbare Lösung gefunden wurde, stellte die Bundesbahn zum 1. März 1983 den Verkehr auf der Kursbuchstrecke 4511 ein. Glücklicherweise gründete sich rasch ein Verein, welcher den Abbau der Strecke verhinderte und sich um eine erneute Betriebsaufnahme als Museumsbahn bemühte. Nach der Beschaffung von Rollmaterial und der Instandsetzung der Strecke verkehrte am 29. Juni 1985 der erste Museumszug. Doch bereits 1991 musste der Betrieb erneut eingestellt werden. Erst 1996 konnte nach einer Umstrukturierung der Gesellschaft und einer Sanierung der Strecke der Betrieb wieder aufgenommen werden. Unser Zug hat den Bahnhof Ochsenhausen erreicht und unsere heutige Zuglok 99788 setzt für die Rückfahrt um. Die Rückfahrt werden wir im Führerstand der Dampflok antreten. Thank you.
Nach einer anstrengenden Bergfahrt ist der Bahnhof Maselheim erreicht, wo sich Personal, Fahrgäste und Maschine eine kleine Pause genehmigen. Thank you.
Angekommen in Warthausen wird die Dampflok vor den Schuppen auf die zweite Fahrt vorbereitet. Währenddessen werfen wir einen Blick in den Lokschuppen, wo das Schmuckstück Vereins, die Mallet-Lok 99633 von 1899, auf den nächsten Einsatz wartet. Sie kam bereits durch die königlich-württembergische Staatseisenbahn auf dem Öxle zum Einsatz. Im Hintergrund sehen wir 99716, welche gegenwärtig betriebsfähig aufgearbeitet wird. Sie stammt ursprünglich aus Sachsen und kam erst durch die Deutsche Reichsbahn ins Schwabenland. Machen wir nun noch einen kurzen Abstecher nach Buchau, wo 99637 an die Federseebahn erinnert. Die Maschine der Bauart TSSD ist neben 99633 des Öxle die einzige erhaltene Lok dieses Typs und ist ebenfalls über 100 Jahre alt. Hoffentlich wird sie eines Tages ebenfalls wieder auf schwäbischen Gleisen in eine bessere Zukunft fahren.